Ghost Army, was geht? Ich bin am Start und habe ein neues Video für euch parat. Habt ihr das mitbekommen? Lucky Blockcoin geht Mainstream. Was Marketing angeht, toppen die wirklich alles. Worum es geht, sehen wir nach dem Intro. Sollte euch das gefallen, was ihr hier geliefert bekommt, dann gebt mir ein Like, der Glocke eine Schelle, mir ein Abo und ein Kommi, um den Algo zu pushen. Nun, genug gelabert, wir machen nach dem Intro weiter. Intro sein Vater. Gib ihm. Compadres und Chicas, kommen wir zum Videoinhalt. Was ich mit Mainstream meine, ist, dass Lucky Blockcoin offiziell der Sponsor von Dillon White ist. Wenn ich weiß, wer das ist, Dillon White ist ein Boxer im Schwergewicht. Ganz anderes Kaliber, oder? Was eine Hammer-Marketing-Aktion. Wie viele werden sich den Boxkampf anschauen? Wie viele Leute werden hinterfragen, was Lucky Blockcoin ist? Das Ding ist, dass Dillon Wright gegen keinen geringeren als gegen den Gypsy King kämpfen wird, Tyson Fury. Der Kampf mit Tyson Fury wird am Samstag stattfinden und wird als der Kampf des Jahrhunderts bezeichnet. Laut dem CEO Scott Ryder, Dillon Wright, der sich den Reihen der Markenbotschaft von Lucky Blockcoin anschließt, ist ein Coup nicht nur für Lucky Block, sondern für die gesamte Kryptoindustrie. Krypto und insbesondere Lucky Block sind groß geworden und im Mainstream angekommen. Der CEO fordert die Lucky Block Army, folgende Hashtags in den Social Media Plattformen zu nutzen: Hashtag White X Lucky Block, Hashtag L Block, Hashtag Everyone is a Winner, ist ja auch der Slogan vom Lucky Block, Hashtag Lucky Block White Army und Hashtag All White on the Night. Bald werden hunderte Millionen Menschen die Domain luckyblock.com und unser Logo gesehen haben und mehr erfahren wollen, so der CEO. Stehen noch weitere Marketing- und Produktneuigkeiten an, da der Start unserer Jackpot-Ziehung immer näher rückt. Dillon White äußerte sich zur Thematik selbst wie folgt: Als Lucky Block zum ersten Mal mit einem Sponsorenvertrag auf mich zukam, wusste ich nicht, wer sie waren oder was sie taten. Ich war über ihr Geschäft etwas begeistert und den neuen, transparenten und fairen Ansatz zu erfahren, den sie bei Preisverlosungen und Gewinnspielen mit Krypto einsetzen. Sie haben mir gesagt, dass sie auch in Play-to-Earn-Spiele einsteigen werden und ich bin dafür bekannt als jemand, der Glücksspiele und Videospiele mag. Es wäre großartig, eine Plattform zu haben, auf der jeder weiß, dass es gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt und Lucky Block sagt, sie tun das. Das sind meine Werte, ein fairer Kampf mit allem auf demselben Level. Ich bin ein Gewinner und Lucky Block möchte der Gewinner der Sportspiele sein. Das ist die Art von Matches, die in jedem Wettbewerb zählen. Es eröffnet mir die Chance, meine Kampftalente einzusetzen, um Boxfans mit Krypto und den Vorteilen vertraut zu machen, die es zu bieten hat. Hoffentlich wird diese Verbindung auch einen Teil der Krypto-Community dazu bringen, auch dem Boxen Aufmerksamkeit zu schenken. So der Schwergewichtkämpfer Dillon Wright, The Body Snatcher. Dillon Wright hat während der Pressekonferenz für den Kampf auch Lucky Merch getragen. Auch Jamie Jarrett, ein bekannter Schauspieler, hat, so wie ich es verstanden habe, Lucky Blockcoin mit Dillon Wright zusammengebracht. Er ist auf jeden Fall bei diesen ganzen Pressekonferenzen dabei und präsentiert sich schön mit Lucky Blockcoin Merch. Hammer Marketing auf jeden Fall. Abgesehen davon sind noch weitere große Persönlichkeiten auf Lucky Blockcoin aufmerksam geworden. Einer von denen ist Robert Mashio, ein amerikanischer Schauspieler, bekannt aus der Serie Scrubs. Und auch LaVar Ball, ein großer amerikanischer Geschäftsmann und auch damaliger Profifußballer, machen Werbung für die Lucky Block Platinum Rollers Club Collection. Jetzt kommt mir noch einer aus der Ecke gekrochen und soll behaupten, dass es sich hier um ein Scam handeln würde. Ja, natürlich ist das kein Ausschlusskriterium, aber Freunde, bei so einer großen Reichweite, die jetzt dadurch erreicht wird, wie viele Leute werden sich diesen Boxkampf anschauen? Bei aller Liebe, ich kann es mir nicht vorstellen. Diese Marketingaktivität sind ein ganz anderer Lachs. High-Level Endstation, ganz anderes Kaliber, Freunde. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Lucky Blockcoin weiterentwickeln wird. Chicos und Chicas, kommen wir zu BingX. Hierbei handelt es sich hier um eine expandierende Krypto-Exchange, die mich als Partner hat. Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Exchange seid, dann schaut euch gerne BingX an. BingX hat viele Coins im Angebot. Ihr könnt hier Social Trading betreiben und erfahrenen Trader folgen und kopieren, was super ist für Anfänger in der Kryptowelt, die noch keine Ahnung von Kryptos haben. Wenn ihr euch mit meinem Code anmeldet, bekommt ihr 10% auf die Gas-Fees von mir. Den Code dazu gebe ich euch in der Beschreibung bekannt. Macht euch gerne euer eigenes Bild. Schaut bei mir auch gerne auf Insta vorbei und lässt da auch ein Abo da für Q&A. Hier wird dann in Zukunft auch das Gewinnspiel präsentiert, was wir gemeinsam mit BingX planen. Den Link dazu seht ihr in der Beschreibung. So, Muchachos und Amigas, das war mein Video für heute. Ich hoffe, euch haben die neuen Nachrichten gefallen. Gebt dem Video ein Like, ein Kommi und mir ein Abo. Der Glocke eine Nackenschelle und eine Backpfeife aller osmanischen Schellen obendrauf. Wie findet ihr die Marketingaktivitäten? Was denkt ihr, wie sich das auf den Preis auswirken wird? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hasta la vista, compadres. Ciao.